Also eine Meisterschaft ist ja schon klasse, aber zwei Meisterschaften, das ist natürlich doppelt gut. Es geht um Poolbillard 10 Ball im Hannibal Billard Sportcenter Berlin. 16 Herren kämpfen um die Berliner Meisterschaft und 10 Herren um die Brandenburger Meisterschaft. Alle Herren, die es hierher geschafft haben, haben bereits bewiesen, dass sie das können, entsprechend hochklassig. Der Sport. Wir haben wunderschöne Location, es ist eine tolle Atmosphäre und mit Berlin und Brandenburg zusammen sind es auch eine Menge Spieler und das ist halt gut, wenn so viel geballtes Potenzial im Billardsport zusammenkommt. Ich spiele seit meinem 12. Lebensjahr Billard, also seit 15 Jahren. 36 Jahre spiele ich schon Billard. Damals habe ich mit 17 angefangen und ja, macht mir immer noch Spaß. Und es ist eine der schönen Seiten des Billards, dass man das natürlich bis ins hohe Alter eigentlich spielen kann. Und man sieht natürlich, dass alle schon lange Poolbillard 10 Ball spielen. Das ist klar, mit hoher Präzision und Konzentration kämpfen die Herren um den Sieg im eigenen Bundesland. Wow! Hier sehen wir zum Beispiel, wie Benjamin Müller den Ball mit einem Jump wegspielt. Was es extra interessant macht hier bei den Berliner und Brandenburger Meisterschaften, die Gewinner fahren zur deutschen Meisterschaft im Poolbillard. Das ist natürlich eine tolle Sache. Na klar, Landesmeisterschaften, deutsche Meisterschaften stehen immer auf meinem Plan und versuche ich so viel wie möglich mitzuspielen. Aber dieses Jahr wollte ich tatsächlich sehr viel und alles, was geht, in Deutschland mitspielen, was mir möglich ist. Und dazu zählt auch Landesmeisterschaften, da zählen auch deutsche Meisterschaften, da zählt alles dazu, soweit es eben geht. Sowohl die Berliner als auch die Brandenburger haben heute zusammen etwas ganz Besonderes präsentiert. Wir wünschen den Gewinnern, das ist Sascha Borg, der hat in Berlin gewonnen, und Yves Barlik von Motor Babelsberg, er hat in Brandenburg gewonnen. Viel Erfolg bei den deutschen Meisterschaften.